und dem MCA Sendestart und den besseren Start erwischen die Panthers. Michael Meyer auf Nico Zankl, 1:0 nach nicht einmal anderthalb Minuten die frühe Führung und der Blitzstart für die Panthers. Meyer setzt sich schön auf der linken Seite durch und Zankl vorstreckt eiskalt. In der Folge Sendestart allerdings die aktivere Mannschaft. Und mit diesem wunderschönen Traumtor nach Ecke von Memosch Söser kommen sie zum Ausgleich. Aytür Geçim zeigt, wie man einen Volley in den Winkel setzt. Und es waren weiter die Sennestädter, die das Heft in die Hand nahmen. Nach dem leichten Fehler hier der Panthers zeigt uns Memosch Söser, warum er der vielleicht beste deutsche Futsaler ist. Zwei Mann ausgetanzt und dann hat er das Auge für den besser postierten Mitspieler. Noch einmal in der Zeitlupe, zwei Mann stehen lassen und dann den Mitspieler gefunden. Und immer noch waren es die Sennestädter, die hungriger waren auf das 3:1. Nächster leichter Fehler von den Panthers und wieder der Konter, Suadak. Und er sieht den ebenfalls freistehenden Mitspieler, der nur noch einschieben muss. 3:1 nach Halbzeit 1, Sennestadt mit der hochverdienten Führung. Doch die Panthers hatten sich was vorgenommen für Halbzeit 2 und waren das deutlich bessere Team, als das aus der Kabine kam. Allen voran Elias Sad. Geht hier am Gegner vorbei und dann ist es Sid Siskin mit dem 2:3. Nächster Blitzstart der Panthers. Elias Sad mit der wunderbaren Vorarbeit und Siskin behält die Nerven. Und weiterhin, die Panthers hatten sich was vorgenommen für Halbzeit 2. Wieder Sad, wieder lässt der Söser stehen, wieder sieht er Siskin. Diesmal ist es aber selber, der vollendet. Der Ausgleich 3:3. Die Panthers kamen deutlich besser aus der Kabine. In der Folge passierte nichts mehr in der zweiten Halbzeit, außer dass beide Teams 5 Teamfouls sammelten und es ging in die Extra-Time. Und es startete mit einem Penalty für Sennestadt. Söser vergibt den ersten. Und eine Minute später auch den zweiten. Und auch die Sennestädter hatten 5 Teamfouls. Das bedeutet, die Panthers kamen nur anderthalb Minuten später selber in den Genuss eines 10 Meters. Und wie immer war die ausführende Kraft Ian Prescott Klaus. Das 4:3 und wie gestern ist er der Matchwinner für die HSV Panthers. Durch die Hosenträger von Fame Statovci. Er avanciert damit zum Helden der Panthers bei diesen deutschen Futsalmeisterschaften. Am Ende gewinnen sie das Spiel nämlich mit 4:3. Der Jubel ist groß, damit steht der Rekordmeister im Finale.